Hoeneder lässt die Kugel mal rausrollen und ich habe immer mehr den Eindruck, der LASK gibt sich hier mit dem Unentschieden zufrieden. Und das ist nicht die Schlagernacht am Wörthersee, sondern der Stadionsprecher betätigt sich hier als Alleinunterhalter. Oh Kraus, vielleicht sollten wir schnell das Stadion wechseln. Den haben wir jetzt gesehen, attackiert von Meier, ich glaube gefoult. Dazu Ortlechner und Plasnecker. Also hier nicht nur Fußball, sondern auch Opernaufführungen in der Hypo-Grupp Arena. Ja, ja, Kärnten ist leider Wahnsinn, heißt es. Und das gefällt aber Schiedsrichter Stochig nicht. Weiß nicht, liegt's an der Stimme oder liegt's da doch an etwas anderem? Aber das gefällt dem vierten Offiziellen überhaupt nicht. Aber das ist lächerlich, meine Herren aus Wien, damit machen Sie sich keine Freunde. Das gibt es in jedem Stadion. Damit pusht man nur noch mehr die Zuseher. Das kommt den Altachern überhaupt nicht gelegen. Kollmann mit dem nächsten Versuch. Minute 75, was da ganz genau los war. Also er hat da intoniert, steht auf für die Austria und Fritz Stochig hat dann vehement dagegen protestiert, indem er ganz einfach gesagt hat, das geht nicht. Ich glaube, der Fritz steht mehr auf Rapmusik und nicht auf einen Opa. Und der hat dann das gesagt, wenn du singst, dann eher mehr in Rap. Ja, und der hat dann auch noch deutlich mitgeteilt, dass er das nicht darf und dadurch böse Blicke von Harald Lechner, dem vierten Offiziellen, geerntet. Am Ende war es also dann eine Randgeschichte, aber doch durchaus interessant. Frankie, Sie haben nach dem Spiel gemeint, das ist natürlich eigentlich nicht in Ordnung, unter Anführungszeichen, wie Fritz Stuchlick reagiert hat. Wir haben natürlich auch Fritz Stuchlick gefragt, warum er so reagiert hat. Und wie wir bei Fritz Stuchlick wissen, gibt es für alles einen Paragraphen. Bitte sehr. Das heißt in Paragraph 4 der Spielordnung für die Bewerber der Bundesliga und dort im Punkt 8 bei Lautsprecherdurchsage, dass über die Lautsprecheranlage ausschließlich Durchsagen mit neutralem Inhalt verbreitet werden dürfen. Das heißt, ganz bewusst hat hier die Bundesliga ein Zeichen gesetzt, damit der Gastverein nicht zusätzlich unter Druck kommt, weil es könnte ja sonst die Lautsprecheranlage jetzt wirklich benutzt werden, um die irgendwie unter Druck zu setzen. Die Bundesliga hat hier reagiert. Wir hatten das in der Vergangenheit schon einmal. Das war Anlass genug, um die Bestimmung zu ändern und die habe ich heute hier umgesetzt. So, so steht es dort und so wird es auch gehandhabt. Muss man auch akzeptieren, aber ich will nur noch einmal, dass man vielleicht einmal einen Gedanken. Ich wohne in St. Pölten und Fasching Dienstag. Wenn du da mit einer verkleideten Nase durch die Stadt gehst, wirst du verhaftet. Auf Fasching Dienstag. Ich will dir damit sagen, genauso in einem Stadion, die Leute gehen viel mehr animiert. Die genieren sich, dass einer aufsteht und fängt an zum Klatschen oder zum Singen an. Und er macht einen Satz und der eine schaut links, einer schaut rechts und jeder steht auf einmal auf. Und das war eine Woche vorher auch. Und ich habe nachher mit Heinz gesprochen, die Altache, das muss auch motivierend sein für den Gegner. Wenn ich auswärts spiele vor 17.000 bis 20.000 Leute, dass wenn einmal was kommt vom Platz, spreche und die Zuschauer machen mit, es ist nicht gegen den Gegner. Das ist ein Unterschied. Wenn er schreit, haut's den aus die Bock und dann steht jeder auf, das war nicht sinnvoll, das war ja dumm. Aber ich glaube, hier muss man vielleicht auch wieder einmal hin und wieder wegschauen. Aber es sind die Regeln, ich sehe das ein. Heinz. Hätten wir verloren, hätte es eine Neuaustragung gegeben. Ganz klar. Wieso, warst du einmal hingetroffen? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, habe schon gehört. Toni, ist natürlich ein Graubereich, nicht? Was ein Platzsprecher quasi durchsagen darf oder nicht. In dem Fall ist die Frage, ganz korrekt gesprochen, hat Fritz Stuchlick richtig wahrscheinlich gehandelt. Die Frage ist nur, ob er, wenn das einmalig ist, ob man dann wirklich so
quasi konsequent auch vorgehen muss. Ja, ich denke schon, dass es korrekt ist, was Fritz Stuchlig da sagt und macht. Das müsste eigentlich aus dem Fanblock kommen, von den Fanbeauftragten vielleicht, von den Fans mit Megafon vielleicht in der Fanzone drinnen. Aber der Platzsprecher, der kann das natürlich nicht machen. Der kann nicht singen während des Spiels. Das geht natürlich nicht, das ist ganz klar. Aber das mit Megafon, hat Fritz Stuchlig, kann ich mich erinnern, einmal in der Südstadt auch das Megafon abtransportieren lassen. Also so einfach geht es dann auch nicht. Ja? Gut, ein kleines Megafon. Aber insgesamt, wir in der Redaktion sagen immer, der Stadionsprecher erinnert uns an Enrico Palazzo von der nackten Kanone, dort wo Frank Drabin auftritt im Footballstadion oder im Baseballstadion, ist natürlich auch eine Frage, warum er sich derart auch präsentiert und vielleicht dadurch auch provoziert. Ja, aber er lebt ja mit. Er hat auch eine Existenz. Er arbeitet im Büro, er hat viel zum Tun. Und wenn wir aussteigen, dann geht es uns alle an die Kragen. Und jeder will irgendwie dem Verein helfen. Und er versucht natürlich auch ein bisschen seins dazu beizutragen. Vielleicht, okay, müssen wir das ausstellen, aber wir haben es zumindest probiert. Und wir haben keinen Vorteil davon gehabt, in dem Sinn, dass wir ein extra Tor geschossen haben. Aber okay, der ist ein toller Typ und ein guter Sänger. Und der kann es leider nicht herzeigen. Ja, Mut kann man sich ja bekanntlich auch nicht kaufen. Das ist ja nicht der Abstiegsfeier, so er dann singen. Ja, da darf er ewig lang singen wahrscheinlich sogar. Also Fritz Stuchlig ist auch gefallen und Frankie Schinkel so vehement auch diesmal reagiert hat auf Fritz Stuchlig und auch schon am Freitag. So gut haben sie eigentlich zusammengepasst im November. Da sind sie nämlich beide hier gesessen. Dann schauen wir noch einmal hinein. Ich hätte hier Europax, weißt du, das beispielsweise, das können wir die Schiedsrichter einmal vermitteln, wenn ein Kühlbauer oder was am Platz ist, dass man nicht so viel, dass man nicht alles hört. Man muss ja nicht alles hören, weißt du, nimm das einmal mit, deshalb sehe ich mit den Schiedsrichter heute. Das ist sehr nett, gewusst, weißt, ohne dass wir jetzt Werbung machen, aber nein, keine Werbung machen. Klassik, nein, aber Spaß beiseite. Ich muss aber schon sagen, man muss viel mehr Respekt füreinander haben, überhaupt, Schiedsrichter, Fußballer, aber man muss auch manchmal weghören können. Steht dazu. Ich habe großen Respekt für die Schiri, großen Respekt für Fritz Stuchlig, der wirklich versucht, ordentlich zu pfeifen. Aber trotzdem, das habe ich damals gesagt und ich werde es immer wieder sagen, das haben wir auf der Redaktion auch oft besprochen, man muss manchmal auch improvisieren, man muss manchmal mal weghören können. Und wenn einmal einer so macht, mein Assistenttrainer wird auf der Tribüne geschickt, weil er gesagt hat, Herrst, schau doch einmal, der Didi Begam, der bringt im Sommer eine Gelsen wieder ins Freie, dass ein anderer stechen kann, so ein guter Mann ist das. Und dann muss er auf der Tribüne, wird wie Schwerverbrecher, kriegt eine Anzeige. Ich meine, dann denke ich mir, okay, wenn das alles wirklich aus dem Buch steht, ich handle nicht immer nach dem Buch. Mein Trainer... Das wissen wir, Frankie. Ja, das wissen wir. Aber es soll also mehr menscheln. Aber gut, das wünschen wir uns ja auch oft. Nicht nur von den Schiedsrichtern, sondern auch von den anderen Beteiligten. Aber trotzdem, die Leistung, wirklich, die er gebracht hat am Freitag, die war sehr gut. Also das war eine super Partie und ich bin auch wirklich...